Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu einer neuen Folge von Let's Play Notruf 112, die Feuerwehrsimulation oder die Feuerwehrsimulation 2. Es ist eigentlich egal, denke ich. Es gab wieder ein neues Update, deswegen starte ich auch wieder hier im Homescreen. Zuerst einmal, glaube ich, war es hier die 274. Weil es da die Probleme gab, die man tatsächlich auch in den Folgen sehen konnte. Heute ist die letzte Folge rausgekommen. Da gab es diesen Fehler, glaube ich, nicht. Aber bei dem Verkehrsunfall, da hat man das halt eben gesehen, ne? logisch, oder? Ja, ganz bestimmt. Und dann gab es dann, ich glaube, am Mittwoch, wenn ich mich nicht ganz täusche, die 12.079. So, da sind wir wieder hier in dem Einsatzfahrzeug im KEF, um genau zu sein, und fahren zu einem Pumpeneinsatz. Ich werde den wieder mit reinnehmen, um einfach, ja, erstmal die KI das wirklich mal komplett alleine machen zu lassen. Und ja, es ist ein neuer Ort. Es gibt neue Orte und dementsprechend, ja, mal gucken, ob es da auch so fehlerfrei ist wie normal schon. Das werden wir jetzt sehen. Ja, deswegen fahren wir jetzt hier gemeinsam zu diesem wunderschönen Einsatz. Und ja, schauen das alles mal nach. So, nicht wundern, warum wir hier... Hoppala. So, nicht wundern, warum ich und mein Kollege hier ohne Maske da sitzen. Wir haben beide einen negativen Selbsttest. Eben durchgeführt vor dem Einsatz, kurz davor. Damit wir hier auch ganz ohne Probleme rumfahren können. Und ja, Einsätze abschließen können, letztendlich. So. Das Fahrverhalten ist mittlerweile echt gut geworden. Also das, hoppala, das wurde ja schon, oh Gott im Himmel. Wat? Das wurde ja schon, geupdatet. Doch, hier muss ich. Ja, also wie gesagt, das hat sich schon sehr, sehr, sehr stark verbessert. So, jetzt haben wir hier einen Pumpeneinsatz. So, und da sehen wir schon das Wasser in der Baugrube. Gab anscheinend einen sehr starken Regen in letzter Zeit. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das alles machen. So. Ja, wobei, Motor müssen wir ja anlassen. Dann muss ich das da drücken. Dann drücke ich hier Matrix-Anzeige an und aus. Anzeigenmodus wählen. Da können wir uns das auch nochmal angucken. Genau, hier machen wir Einsatz. So, gut, brauchen wir hier nicht. Können wir also wieder ausmachen. So, da würde ich sagen, wir drücken die Leertaste. So war's. Ich habe das jetzt gerade wirklich vergessen gehabt, ne? Okay, hat er trotzdem gemacht. Na gut, angemacht. Auch wenn es hier auf einer Baustelle wahrscheinlich nicht so notwendig wäre, weil hier kein Durchgangsverkehr ist. So, ich würde sagen, Einsatzort organisieren, absitzen und Ortsbegehung. So, mal wieder rauszoomen hier. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, was so noch passiert hier. So, okay, dann machen wir das hier auf. Und mein Kollege macht dann das auf und ich spreche mal mit dem Menschen hier. Hallo, ich hatte angerufen. Ich bin Bauträger hier. Es gab einen Rohrbruch auf diesem Gelände. Hier ist ein guter Punkt, die Stadtwerke haben das Wasser zwar abgestellt, aber sie sehen, die Baugrube ist hier vollgelaufen. Oh Gott, ist das ein Leck. Ich bin zwar kein Statiker, aber ist sicher nicht gut für den Rohbau. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Alles klar, treten Sie jetzt bitte ein Stück zurück. Ich weiß zwar nicht wieso, weil es ist ja jetzt nichts Gefährliches hier dran. Guck mal, selbst ich kann hier drinnen noch stehen. So tief ist es nicht. Schade, ich kann da nicht hin. Manu.
Hoppala. Entschuldigung. So. Okay. Dann machen wir mal hier. Nee, nicht zusammenpacken. Das wäre ein bisschen blöd. Pumpeneinsatz. Oh ja. Wie gesagt, wir lassen das die KI mal komplett alleine machen. Würde ich sagen. Ja. Dann kann man nämlich hier genau solche Fehler sehen, warum die Pumpe hier erst steht. Wobei es muss noch... Wo läuft der denn jetzt hin? Das wird hier reingeleitet. Na, das ist aber auch sehr sinnvoll, dass es einfach mitten in die Natur abgelassen wird. So. Okay, okay, okay. Das sieht da schon mal ganz gut aus, was die hier machen. So, jetzt muss man nur noch den Motor hier starten. Wo läuft der jetzt hin? Hier ab. Ah, hier in diesen Abfluss wird das geleitet. Ist die Pumpe denn wirklich so stark? Ich meine, das hier dürfte jetzt deutlich länger dauern als jetzt bei einem normalen Kellerpumpeneinsatz. Aber ist die Pumpe tatsächlich so stark, dass die das von da nach hier draußen transportieren kann? Das ist ja auch echt super interessant, meiner Meinung nach. So. Ja, jetzt steht der Rohbau schon nicht mehr unter Wasser. Jetzt könnten wir eigentlich auch abbrechen. Aber hey, sicher ist sicher, ne? So, noch die letzten Zentimeterchen hier freisaugen und dann haben wir das auch geschafft. So, das ist jetzt durch, ne? Das heißt, hier zusammenpacken. Ja, das war dann der Pumpeneinsatz. Tatsächlich an einer sehr schönen Stelle hier. Morgens um, wie spät haben wir es denn gerade? 8.17 Uhr ist das schon was ganz Besonderes, so ein Pumpeneinsatz. Weiß man ja. Ja, lief aber durch. Ich habe schon des Öfteren gehört, dass es tatsächlich nicht durchläuft. Gerade bei dem Einsatz hier. Also ich habe da keine Probleme. Genauso bei dem Wohnungsbrand, da hatte ich das auch schon deutlich öfter gehört. Nee, es läuft immer noch nicht, was für eine Scheiße, bla bla bla. Wieder solche Menschen, die... Ich frag nicht, ich sag's nicht, das ist... Muss man nicht, muss man wirklich nichts sagen dazu, oder? So, abrücken können wir selber. Ja, das war's dann schon mit dem Einsatz, Mensch. 16 Minuten, nicht ganz. Wahrscheinlich nur 8 Minuten oder so. Aber das ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Ein Einsatz pro Folge. Ja, muss reichen. Passt schon. So, das machen wir auch noch raus. Gut, Blaulicht machen wir mal an, weil wir hier rausfahren müssen. So, wir sehen es zwar nicht. Aber wir fahren einfach rückwärts. Das passt schon. So. Jetzt habe ich mich wirklich hier festgefahren. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wunderschön. Ja, das war es dann heute mit dem Einsatz. Ich wollte eigentlich schon längst beendet haben, aber... ihr wisst ja, wie es ist. Manchmal, ja, manchmal denkt man nicht mehr daran, dass man überhaupt noch was aufnimmt. Klar wisst ihr das, ja. Vor allem an alle, die kein YouTube machen. Ja, gut. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da wieder rein, ne? Ciao. Mit V.